Moin Benanne, ja, wer hätte das von mir erwartet, dass ich einmal Pokémon spiele? Ich muss mal kurz, genau, da will ich hin. Also, wer hätte das von mir erwartet, dass ich jemals mal Pokémon spiele? Wahrscheinlich nicht viele und ich weiß auch, dass viele von meinen Zuschauern jetzt nicht so die großen Pokémon-Begeisterten sind. Das ändert aber nichts dran, dass ich gerade in einer totalen Nostalgiewolke aufgehe. Denn als das Spiel 2001 nach Europa gekommen ist, für den Game Boy Color damals noch, habe ich es mir sofort organisiert, weil ich habe auch schon die rote Edition gespielt und habe mir damals die silberne, die wir jetzt auch gemeinsam vorhaben zu spielen, gekauft. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, um diesem Experiment beizuwohnen. Ich weiß nicht, wie ich mich anstellen werde. Ich hoffe, gut, ne? Also ich kenne das Spiel ein bisschen. Deswegen ist es übrigens auch eine der älteren Versionen. Es ist die silberne, also zweite Generation, noch mit 251 Pokémon und nicht wie jetzt mit 2.365.000 Pokémon. Da kenne ich mich nämlich nie mehr so aus. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Typen und so und bin eigentlich auch sonst nicht so in der Pokémon-Welt zu Hause. Das ist eigentlich eher wirklich ein Nostalgieprojekt, weil ich mal richtig wieder Bock habe, Pokémon zu spielen. Und mir die silberne Edition damals in Kindheitstagen, als ich noch klein und süß war, unglaublich gut gefallen hat. Jo, die Pokebälle, die ihr auf der rechten Seite seht, bekommen noch ihre Bewandtnis und ja, sonst würde ich sagen, erkläre ich alles weiter im Spiel. Ich spiele das jetzt gerade mal auf dem Emulator. Die Grüße nochmal an Lightcatcher und vielen Dank, dass er mir das hier jetzt möglich gemacht hat. Ich glaube, die Taste ist es. Nee. Die Taste ist es. Ich wusste es doch. Hm, was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Die Textbocken sind ganz schön klein, ne? Wie spät ist es? Oh, darauf bin ich natürlich vorbereitet. Warte mal. Es ist jetzt 19.18 Uhr. Warte, es ist Nacht 7. War es Nacht 7 Uhr? Ja, klar. Sag ich doch. Ich habe 18 gesagt, ne? Dann ist jetzt 19? Nee, immer noch 18. Okay, 18. Wow, 18 Minuten, ja. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Das ist meistens so in der Nacht. Okay, vielen Dank. Hey, Entschuldigung, die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Und das nicht ohne Grund. Den kennen wir auch noch aus der ersten Generation. Ich hoffe, es sind auch einige Nostalgiker wie ich dabei, die auch keinen blassen Schimmer haben von Pokémon oder von den ganzen neuen Taktiken und so weiter. Aber einfach Bock haben, so sich entführen zu lassen in die Welt unserer Kindheit, will ich das mal nennen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Den Text kenne ich sogar noch. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich glaube, der Text ist genau der gleiche wie in der roten damals, ne? Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Na, das ist doch, Hans. Ich weiß, dass es Hans ist. Nein. Mein Name ist... Name? Ich will mich auch nicht verklicken. Natürlich ist mein Name L... Soll ich das auch so in Großbuchstaben schreiben? Ich fühle mich schon so wichtig. Eigentlich könnte ich das machen. Nee, doch, machen wir. Komm, die Namen in dieser Generation sind auch alle groß geschrieben. Ich bin natürlich der Lupus. Hallo, willkommen alle Leute, die mich noch nicht kennen und jetzt gerade erst auf mich gestoßen sind. Schön, dass ihr dabei seid. Lupus, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Jetzt hat es schon zum dritten Mal erwartend gesagt. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Okay. Pokémon! Yay! Juhu! Wow, okay. Ich muss erst mal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, um das hinzukriegen. Gucken wir mal kurz. Dies ist ein Fernsehgerät. Die Lampe ist an. Okay, warte mal. Wo war denn... Das ist die Starttaste. Das ist richtig. Das ist B. Okay, wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich werde die Steuerung schon lernen, während ich spiele. So viele Knöpfe hatte der Game Boy Color ja noch nicht, ne? Ein Glück für mich. Oh, Lupus! Ah, ne, Moment. Oh, Lupus, unser
Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Lupus erhält den Pokécom. Vielen Dank, Mami. Pokécom oder einfach nur Pokécom. Ich glaube, ich habe es zweimal das gleiche vorgelesen, oder? Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Ja, Sonntag. Passt. Sonntag, ja. Ja. Sommerzeit? Nee, ich glaube nicht. Ja, wenn du richtig mitgegangen bist. Geh nach Hause, um deine Uhr auf Sommerzeit und Winterzeit einzustellen. Okay, das ist jetzt... Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja. Muss man nicht einfach den Poker... Warum erklärt sie mir das, wenn ich Ja gedrückt habe? Mysteriös. Einschalten und das Poker-Telefon-Dings, Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ich habe das Ding, glaube ich, in meiner ganzen Spiellaufbahn, also ich glaube, ich habe es die silberne Edition 3-4 Mal durchgespielt und ich habe das Ding nicht einmal verwendet. Nee, ist nicht praktisch. Also ich wüsste nicht, wofür. Okay. Es ist Nacht. In stockfinsterer Nacht beginnen wir unsere Reise als Pokémon-Trainer, um der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden. Okay. Wir gehen... Hey, wer bist du denn? Kennt man dich? Das ist also das berühmte Pokémon-Labor von Lind. Was schaust du so an? Mich. Boah, unfreundlich. Lupus, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeug und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschrieben, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren Forschungen, eigenen Pokémon-Forschung. Könntest du der Sache nachgehen? Ich gebe dir auch ein Pokémon als Begleiter, Partner, Begleiter, Freund. Es ist ein sehr seltenes Pokémon, das wir gerade erst entdeckt haben. Wähle eines aus. Okay, also wir haben 3 Pokémon, wie eigentlich, glaube ich, in jedem Beginn eines Pokémon-Spiels. Ich denke, dass hier viele Leute zugucken werden, die sich mit Pokémon auskennen und wahrscheinlich viel besser als ich. Hier haben wir einmal Endivier. Nein. Ja, dein Partner ist sehr wichtig. Ich lese ihn schon gar nicht mehr vor. So unwichtig ist das, was er erzählt. Okay, hier haben wir Karnimani. Wisst ihr, die kenne ich zumindest noch. Willst du Karnimani, das Wasser-Pokémon? Nein. Überlege es dir gut. Die Wahl deines Partners ist sehr wichtig. Oh ja, es sei denn, ich schmeiß ihn raus. So, und nun, habt ihr euch sicher schon gewundert? Also ich wähle natürlich mein Lieblings-Pokémon hier, weil mit Feuerriegel, dem Flammen-Pokémon, kann man nichts falsch machen. Willst du das Feuerriegel, das Feuer-Pokémon? Jo. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Lupus erhält Feuerriegel. Möchtest du Feuerriegel einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt hier. Und zwar habe ich vor, euch alle mit in dieses Pokémon-Projekt zu integrieren. Zumindest alle, die zuschauen. Weil die nicht zuschauen, für die ist das ziemlich irrelevant. Ja, aber die zuschauen, die möchte ich gerne hier mit reinbringen. Und zwar seht ihr an der Seite 6 Pokébälle. Und ich werde natürlich immer mit 6 Pokémon rumlaufen, wenn ich dann irgendwann mal die 6 Pokémon zusammen habe. Und diese Pokémon wollen natürlich alle einen Namen haben. Und ich möchte gerne, dass der Name der Zuschauer der Name der Pokémon wird. Also, wenn ihr gerne ein Pokémon sein wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und die ihren Namen reingeschrieben haben, oder auch wenn ihr anders genannt werden wollt. Also wenn ihr Nintendo Freak 3218 heißt, aber nicht Nintendo Freak 3218 im LP heißen wollt, dann schreibt einfach, wie ich euch nennen soll. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt sehen und wie viele gerne ein Pokémon bei mir sein möchten. Das werden wir jetzt einfach mal sehen. Aber das erste Pokémon, und ich finde, das ist sehr passend, das habe ich mir schon überlegt, wird natürlich heißen, wie derjenige, der mir ermöglicht hat, dieses Spiel zu spielen.
Ich weiß, dass er mit Pokémon absolut überhaupt nichts anfangen kann, dass das eigentlich etwas ist, was völlig an ihm vorbeigegangen ist, aber das macht nichts. Leidi, du bist ein Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob er das sieht, aber wenn, dann weiß das jetzt. Leidi, das Heurige. Ende. Mr. Pokémon wohnt in der Nähe von Rosalia City, der nächsten Stadt. Du gelangst fast ohne Umwege dorthin. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Ich gebe dir auch meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen, oder du mich. Bäm, cool. Ah, diese Jingles sind geil. Okay, also, du gibst mir doch noch was? Ja. Lupus, ich will... Also, du kannst ja nicht gleich Stimme haben. Moment. Lupus, ich will, dass du mit das mitnimmst. Lupus erhält einen Trank. Lupus steckt Trank in die Itemtasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Bist du eigentlich ein Mann oder bist du eine Frau? Ich hab das nie herausgefunden. Naja. Mitten in der Nacht bricht der kleine Lupus aus den vertrauten Gefilden hinaus in die große böse Welt der Pokémon. Warte mal, ich hab doch die Starttaste, ne? Das war die hier. Ich hab jetzt ein Pokémon. Schauen wir uns doch mal Leidi an. Status. Leidi, das Feuerriegel. Hallo, kleines Leidi. Trägt eine Beere, hat Deckel und Silberblick. Und so. Sehr süß. Kleines Leidi-Feuerriegel. Hilfst du mir jetzt noch beim Pokémon-Fangen? Ja, ich glaub schon. Hä? Du bist doch irgendwie so ein Helfer-Typ. Pokémon verstecken sich im Gras. Niemand weiß, wann sie auftauchen. Okay. Unser erster Feindkontakt. Mit einem Ho-Tod. Weil wir mitten in der Nacht spielen. Ich muss mir angewöhnen, tagsüber zu spielen. Okay, wir besiegen jetzt das Ho-Tod. Wir schicken es in den Staub. Oder auch nicht. Weil dieses Ho-Tod schneller ist. Tackle! Boah, wir sind aber hier, die beiden müssen mal irgendwie Zielwasser trinken, habe ich das Gefühl. Stirb, du kleines Ho-Tod! Du hast mir überhaupt nichts getan, ich weiß gar nicht, warum ich dich töte. Obwohl, man tötet ja nicht, ne? Man besiegt ja nur. Achso, ich mach keine Nuzlocke, nur dass ihr es wisst, weil ich den Sinn dahinter noch nicht gesehen habe und ich bin absolut mies im Pokémon, deswegen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man da wirklich schlecht drin sein kann, aber ich möchte eigentlich meine Pokémon behalten. Und ich werde natürlich auch mehr fangen, als ich dann im Team haben werde. Das heißt, wenn ich schon 6 Pokémon im Team habe, aber ihr wollt unbedingt noch ein Pokémon sein, dann könnt ihr auch gerne ein Pokémon auf meiner Box sein. Das klingt ein bisschen fies, aber ne, begrenzter Platz und so, ihr wisst Bescheid. Krass, dass mich die Musik früher nie genervt hat. Aber noch nervt sie mich auch nicht, aber das ist zumindest immer mit mal Abwechslung hier. Okay, Ho-Tod, dich töte ich jetzt mal nicht, dich lasse ich leben. Damit wir mal in die nächste Stadt kommen und mal ein bisschen was anderes sehen hier. Mich würde mal interessieren, ob irgendjemand von euch die silberne Edition nicht kennt oder die ersten Editionen. Ich weiß ja nicht, ob es das gibt oder ob irgendwelche Leute halt schon mit der x-ten, wie heißen die, Blattgrün und was auch immer angefangen hat, aber die alten Versionen gar nicht kennt und mit den ganzen Sachen nicht vertraut ist. Wir reden mal mit dem Herrn. Ja, ich bin ein Anfänger. Achso, du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Achso. Du kannst immer einen Besuch. Nee, ich will Tricks. Show me your moves! Ja, ich will. Ich will, bitte. Also gut, folge mir. Das ist ein Pokémon Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen. Du wirst diese Dienste sehr oft in Anspruch nehmen müssen. Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Kann ich das nicht schnell mal? Außerdem findest du hier viele nützliche Items. Zur Route 30 geht's hier entlang. Du wirst dort auch viele Trainer und ihre Pokémon treffen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns hier am Meer. Manche Pokémon findet man nur im Wasser. Da, 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 da.
Okay. Hier, das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben, das wusste ich. Lupus erhält Kartenmodul. Der Pokémon von Lupus verfügt nun über eine Karte. Blöd, dass man nie sehen kann, wer gerade redet, ne? Der Pokémon-Com ist vielseitiger, wenn du ihn mit Modulen erweiterst. Ich wünsche dir viel Glück für deine Reise. Vielen Dank, alter Mann mit der viel zu krächzigen Stimme. Guten Abend, du bist spät dran. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Bing, 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 bing. Ah, was für ein Nostalgiewert das gerade hat, ne? Danke, deine Pokémon wieder sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Alle, die Texte kann ich schon auswendig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die schon gelesen habe in Gedanken. Ich werde sie auch nicht jetzt alles vorlesen, ne? Also das ist schon klar. Gehen wir schon in die nächste Route? Ja, wir gucken mal rein. Ich will meinen ersten Battle machen. Ich fange bewusst jetzt noch kein Pokémon, weil ich möchte ja erstmal wissen, wie ihr wollt, dass ich die Pokémon nenne, ne? Das ist ein Obstbaum. Hey, du hast eine Beere. Beere erhalten. Eine Beere. Ich bin eine Beere. Okay. Was haben wir hier? Wir erkunden alles. Du bist... Ja, du willst das Pokémon Beeren fressen? Die KP in der Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile sie mit dir. Du bist halt Beere. Wir haben ganz schön viele Beeren. Gar nicht angefangen und schon drei Beeren. Suche nach Beeren an Bäumen, sie fallen einfach runter. Kann ich nicht gegen dich kämpfen? Nein. Boom. Ich finde das cool, wenn er irgendwo gegenläuft. Boom. Das heißt so, boom, hier geht's nicht weiter. Ach ja, noch ein kleines Hothot. Lighty! It's your turn! Tackle das Hothot! For no fucking reason! Außer für Erfahrungspunkte natürlich. Okay. Ich finde ja, dass Pokémon eins der cooleren Rollenspiele ist. Also es gibt natürlich noch coolere, muss man ehrlich gestehen, aber Pokémon hat schon echt was mit den kleinen Dingern in ihren Pokébällen und das ist alles so schnuffig. Ach, ich mag das gerne. Senk bitte nicht weiter meinen Angriff, sonst dauert das hier ewig. Ich brauche jetzt gleich schon eine Beere, weil der die ganze Zeit meinen Angriff... Oh Gott. Das dauert ja ewig. Ich habe mir früher angewohnt, immer auf die B-Taste zu drücken. Ich glaube, dann geht's schneller. Ich werde auch gleich mal einfach gucken, ob ich... Boah, krass, das dauert echt lang. Ich werde gleich nochmal gucken, ob ich die Textgeschwindigkeit auch wirklich auf Fast habe. Nicht, dass wir uns hier mit Absicht so ein bisschen schwer tun. Tackle ihn weg! Das Rot-Rot. Yeah, Level 6! Lighty erreicht Level 6. Lighty erlernt Rauch. Ach ja, richtig, die Feuerattacken brauchen noch einen Moment, ne? Naja, Rauchwolke ist auch so ein Ding, was ich nie verwendet habe. Jo, durchgekommen. Hier wohnt Mr. Pokémon. Woher ich das weiß? Weil ich gut bin. Ich habe mich früher mal gefragt, was Giftbeere heißt. Aber es heißt Gegengiftbeere. So, ich würde sagen, wir reden noch mit Mr. Pokémon. Hallo, du musst Lupus sein. Professor Lin sagte mir, dass du kommst. Professor Lin soll das hier untersuchen. Das Rätselei. Das Rätselei kommt in die Basis-Items. Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Wollte er nicht eher Koryphäe oder sowas sagen? Naja. Sogar Professor Ei schätzt ihn dafür. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind... Wer redet jetzt? Mehr darüber weiß. Achso, jetzt hat er geredet. Ah, du bist also Lupus. Mein Name ist Professor Eich und ich habe eine ganz andere Stimme als zu Beginn des Spiels. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Professor Pokémon. Ich hörte, dass du Professor Lind was besorgst. Das klang so falsch. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon? Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für deine Besorgung gab. Wir Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du dein Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah. Du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir helfen? Ich glaube, ich kann nicht mal Nein sagen, oder? Dies ist die neueste Version von Pokédex. Er umfasst automatische Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ich habe den Pokédex erhalten.
Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Lucazia City zu meiner Radioshow. Lupus, ich zähle auf dich. Kehrst du zu Professor Lin zurück? Dein Pokémon sieht müde aus, du solltest eine kurze Pause einnehmen. Ah ja, stimmt, das sollte ich tatsächlich. Ich bin auf dich angewiesen. Und ich würde sagen, genau diese kurze Pause gönnen wir uns jetzt auch, wenn ich das Telefonat durch habe. Hallo Lupus, es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh, es ist, oh nein, oh bitte komm her zurück. Mega Cliffhanger. Denn das sehen wir alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr dieses Projekt gut findet und dass ihr dabei bleibt und dass einige nicht zu sehr enttäuscht sind, dass ich jetzt tatsächlich Pokémon spiele. Keine Sorge, Point-and-Click-Adventures und die ganzen anderen Projekte, da wird noch vieles auf euch zukommen, aber als kleines Mini-Casual-Projekt dachte ich, Pokémon ist einfach geil und außerdem hätte ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht bei Pokémon und nicht vergessen, fleißig Kommentare schreiben. Ich zähle auf euch. Bis dahin. Ciao.